Ja, grüß euch. Ihr werdet euch jetzt sicher denken, nanu, das Video, das hat ja doch was mit Fancode Green Zones zu tun. Warum trägt ihr jetzt Alpha Green? Wo ist das Green Zone? Ihr seht es ja vielleicht schon, es ist hier. Ich möchte euch den Bekleidungssatz erstmal so vorstellen und danach seht ihr ihn live. Und zwar, was ich jetzt hier habe, ist unsere Windproof Uniform in Fancode Green Zone. Und zwar nicht aus dem Nyko Ripstop Material, sondern aus dem leichten Polyester. Für viele hat Polyester ja so den Nimbus, dass es Billigstoff wäre. Das kommt immer auf die Verarbeitung an. Man kann ganz schlechtes, billig verarbeitetes Nylon haben. Man kann erstklassig verarbeitetes Polyester haben. Hier bei dem Stoff handelt es sich um Original Pancot Polyester. Lizenziert bzw. zertifiziert von High Definition, den Chef von Pancot. Das heißt, das ist wirklich offizieller Stoff, der ist wirklich super. Der ist nach US-Standards IR sicher. Der hat eine hochwertige DWR-Beschichtung, also eine Durable Water Resistance Beschichtung. Das heißt mit anderen Worten, eine abriebfeste, wasserabweisende Beschichtung. Eins muss ich vorneweg sagen, das ist kein Regenanzug. Viele hören, oh, Green Zone Poly, das hat doch die DWR-Beschichtung. Klassisch, ich habe einen ultraleichten Regenanzug. Nein, nieselnden Schauer, so wie es jetzt gerade ist, ist kein Problem. Mag man durch eine nasse Wiese damit, auch kein Problem. Länger in der nassen Wiese liegen, längerer Regenschauer, das hält auch dieser Stoff nicht aus. Dafür ist er nicht gedacht. Man muss aber auch mal sehen, ich habe jetzt zum Beispiel hier die Jacke. Man, auf dem Packmaß. Da ist nicht mehr viel Platz für eine wasserdichte Beschichtung. Das soll es auch nicht sein. Was wir hier haben, ist eine sehr leichte, sehr kompakte, komplett winddichte und auch eben leicht wasserabweisende Uniform mit 4 Taschen. Wir haben Armtaschen, sehr groß. Und wir haben geradezu riesige Brusttaschen, wenn man sich das anschaut. Der ganze Bereich ist Tasche, da geht jede Menge rein. Und der Vorteil ist, die Sachen wiegen einfach nichts. Die Jacke zum Beispiel ist ideal, wenn man hergeht im Sommer, wenn man nur ein Combat-Shirt trägt und abends wird es ein bisschen frischer, es wird windiger, dann zieht man die Jacke drüber. Oder eben einfach als Überzug über dem Olivenkälteschutz, weil es wiegt nichts, es passt überall rein und man kann es natürlich auch eilig bei nahezu jedem Wetter, wo nicht unwirklich ein Combat-Shirt angesagt ist, einfach nur als Feldbluse tragen. Der Stoff ist extrem atmungsaktiv und was wir hier festgestellt haben, es ist ja nicht das schönste Wetter, er trocknet verdammt schnell wieder. Also ich habe diese Jacke hier ja, ungefähr eine Dreiviertelstunde angehabt und habe sie dann zum Trocknen unter das Tab gehängt und die ist jetzt schon wieder so trocken, dass ich sie wegpacken könnte. Wie gesagt, die Jacke sehr einfach verarbeitet, hat eben Armtaschen, also Oberarmtaschen, Brusttaschen, ein Vollzipper, ist vielleicht noch, na, wo ist der Zipper? Da. Der Zipper ist natürlich auch abgedeckt, das heißt, ihr habt den Zipperpol nicht am Kinn, verhakt sich nicht und die Jacke hat eine große Kapuze, die aber, wenn man sie nicht braucht, auch ganz normal hinten im Kragen verschwinden kann. Ja. Die Hose ist ähnlich aufgebaut wie unsere Schneetarnhosen, verfügt aber nicht über flache Taschen, sondern über große Cargo-Taschen. Auch ähnlich wie die EDC-Hosen haben diese Hosen Polster, also Kniepolster. Die sind fest eingenäht, die können nicht entfernt werden. Und da man auch diese Hose über normale Kleidung drüber ziehen kann, habe ich hier unten noch einen Reißverschluss angebracht, damit man einfach besser reinkommt. Ich werde das Ganze dann jetzt dann auch über meine Nässe-Schutzkleidung drüber ziehen, weil es ist Herbst. Ich kann euch natürlich viel darüber erzählen, wie toll Pancot Green Zone als Tarnmuster ist. Aber am besten seht ihr es natürlich, wenn ich euch das dann gleich zeige. Ja, ansonsten, wir haben 2 große Gesäßtaschen mit Verschluss. Wir haben normale Seitentaschen. Wir haben die von unseren Hosen schon bekannte Weitenverstellung. Auch diese Hose ist extrem leicht. Ich trage die sehr gerne im Sommer als Outdoor-Hose. Ganz einfach deswegen,
nicht wegen der wasserweisenden Beschichtung oder ähnlichem, sondern muss ich wirklich mal durchs Wasser. Der Stoff trocknet ungefähr, ich sage jetzt mal, 8 bis 10 Mal schneller als Nyko. Das heißt, während ich abends noch mit klammen Hosenbeinen eventuell im Gebirge unterwegs bin, weil ich durch den Bach musste, bin ich mit der Hose nach einer halben Stunde schon wieder trocken. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn man draußen unterwegs ist, wenn man längere Zeit unterwegs ist, sei es jetzt zivil oder militärisch. Ob die Kleidung jetzt wirklich hundertprozentig wasserdicht ist, das entscheidet nicht, wie kalt man am Abend ist, sondern es entscheidet, wie schnell trocknet das Ganze wieder. Und da ist das Material von High Definition einfach klasse. Jetzt werden viele von euch natürlich sagen, was, ein Video für eine einfache Uniform? Muss das denn sein? Nein, muss natürlich nicht sein. Aber wir haben noch was für euch. Denn es ist ja Herbst. Und deswegen haben wir auch, tada, eine Kälteschutzjacke in Pencott Green Zone. Den Schnitt könnten einige von euch schon kennen. Das ist der Midlayer Anorak, den wir seit letztem Herbst im Shop haben. Allerdings nur in Olivgrün. Jetzt haben wir einen Pencott. Das ist also, ja, Unterzieh-Überzieh-Pullover. Der Midlayer Anorak ist eigentlich eher ein bei trockenem Wetter auch vollwertiges Kleidungsstück, und bei nassem Wetter ist der Midlayer Anorak was, was man unter die Hardshell anzieht. Dadurch, dass der auch, der hier, auch aus dem wasserabweisenden DWR-Material von Pencott gemacht ist, also von High Definition. Das heißt, die Außenschicht ist auch das DWR Poly. Kann man den auch ohne Probleme als erste Bekleidungsschicht tragen beim Wetter wie heute. Ich sage jetzt mal, ein, zwei Stunden hält man auch mit dem ohne zusätzlichen Nässeschutz durchaus bei feuchtem Wetter durch. Was wir an dem geändert haben, wir haben auch wieder natürlich den Fließkragen, wir haben den langen Frontzipper, damit man ihn vernünftig belüften kann. Aber was bei dem neu ist, wir haben ja beim Obermaterial mit dem Pencott 50D Poly auf Premium-Material gesetzt, deswegen auch bei der Füllung, während der Midlayer Anorak mit einer normalen Standard-Isotherm bzw. Isolierfüllung, also Isotherm ist meines Wissens nach ja auch ein Markenbegriff, aber mit einer ganz normalen Hohlfaser-Isolierfüllung kommt dieser Anorak mit Primaloft, mit Primaloft Sport. Das heißt, der hat die gleichen Isoliereigenschaften wie unser großer Primaloft Parka, wie unsere Primaloft Jacke. Das Ganze aber eben in Pencott Green Zone. Vorteil dessen ist natürlich im Vergleich zum Midlayer Anorak, kann man das Teil viel kleiner zusammenpacken. Es wiegt viel weniger. Also jetzt im Vergleich zu einer normalen Kälteschutzjacke. Ja, wenn man jetzt mal zum Beispiel Bundeswehr-Kälteschutzjacke hernimmt, die Standard, die dienstlich gelieferte, da kann ich drei, vier von denen hier mitnehmen. Und er ist verdammt warm. Also ich habe mit dem einfachen Oliven-Midlayer-Anorak bin ich durch den letzten Winter komplett gekommen, ohne dass ich noch weitere Jacken gebraucht habe. Und der hier kommt jetzt eben mit Primaloft-Futter. Das heißt, mit einem vernünftigen Base-Layer-Shirt drunter, da kommt er schon bei ziemlich kalten Temperaturen damit gut zurecht. Ja, und auch der wird zusammen mit der Uniform bei uns in den Shop kommen. Das ist der erste Teil unseres Bekleidungssystems. Das ist jetzt der leichte Bereich. Wir werden das natürlich weiter ausbauen. Wir finden Pencott als Style-Muster wirklich klasse. Und deswegen wird es diese Sachen auch exklusiv nur in Pencott geben. Und im Laufe des nächsten Jahres werden noch weitere Sachen folgen. Aber ich hätte gesagt, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze in real aussieht, wenn man die komplette Uniform anhat. Dafür wechsle ich jetzt mal kurz und dann bin ich gleich wieder da.